Fangen wir mal an. Hallo zusammen, freut mich, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen bei meinem Vortrag Praktische Antizensur. Es soll heute darum gehen, also wie man Zensurmaßnahmen im Internet umgehen kann. Dazu stelle ich erstmal im nächsten Schritt mich selber vor. Dann gibt es einen kurzen Überblick über die Geschichte der Internetzensur. Und dann stelle ich kurz mal die entsprechenden Zensurmaßnahmen, die es so gibt, die verschiedenen Filter- und Sperrtechnologien vor. Und dann kommen wir zum Mitmachen-Teil. Ich habe hier vorne so einen Wireless LAN-Router. Die SSID dazu heißt censored.net. Wer die Sachen hier gleich direkt live ausprobieren will, schauen will, ob er das selber auch kann, das gleich mal live probieren möchte, kann sich mit diesem Netz verbinden. Da sollte Internet drauf sein, da könnt ihr einfach surfen. Und ich schalte dann nachher die entsprechenden Zensurtechnologien scharf und dann könnt ihr mal probieren, ob ihr da auch immer noch drum rumkommt mit euren Bordmitteln und mit dem, was ihr so dabei habt. Ja, erstmal zu mir. Mein Name ist Florian Walter, ich bin besser bekannt als Gusi, das ist mein Handel. Ja, bin Hacker und Netzaktivist, wohne in Berlin, bin 32 Jahre und ja, beschäftige mich seit ein paar Jahren intensiv mit Zensur. Also richtig angefangen hat das jetzt vor 2 Jahren, als die Zensursolarpläne publik wurden. Darüber habe ich auch letztes Jahr hier gesprochen. Ja, wenn ihr Fragen habt oder so, einfach handheben. Wir haben hier ein Saalmikrofon. Ich würde, wenn es irgendwie reinpasst, die Fragen immer direkt reinnehmen und beantworten und nicht bis zum Schluss warten. Meistens weiß man dann am Ende nicht mehr, was man eigentlich fragen wollte in den ersten 10 Minuten. Deswegen einfach melden, handheben, winken, Aufmerksamkeit erregen. Dann gebe ich euch so ein Mikro und dann könnt ihr eure Frage stellen. Ja. So ein bisschen zur Sperrgeschichte des Internets. Also angefangen hat das in den 80er Jahren. Da gab es das erste Mal großen Zank im Usenet. Da gab es auch dann irgendwie das große Renaming, wurden Newsgroups auf bestimmten Servern nicht mehr angeboten, gelöscht, wurden Newsgroups umbenannt, es wurden komplett neue Hierarchien aufgebaut, damit Newsgroups weiter bestehen können, die nicht mehr auf den Servern angeboten wurden. Ja, das ging jahrelang irgendwie immer hin und her. Das hat schon in Mailboxen angefangen, also bevor es wirklich Internet gab und bevor es WWW gab, gibt es endlose kleine Geschichten von so Zank im Usenet, weil da halt auch schon immer irgendwie Filme, Bilder, Musik, sonst was gepostet wurde, Computerspiele, Software und man da auch schon immer über News, was eigentlich zur Diskussion gedacht war, ähnlich wie E-Mail, konnte man aber halt auch Binaries verschicken, indem man die Binaries in viele kleine Teile zerteilt hat und dann 5000 MIME-encodete News-Postings in so eine Newsgroup geschickt hat und die alle 5000 zusammen mit dem richtigen Endpack-Programm haben dann wieder irgendein Computerspiel oder irgendein Programm oder so ergeben, was da jemand so auf die Art und Weise verteilt hat. Das geht praktisch bis heute so. Also man liest auch heute noch ab und zu in oder immer wieder in den Nachrichten, dass die RIA gegen irgendwelche News-Server-Anbieter klagt und weil selbst heutzutage machen das Leute, dass sie eine Stunde Hollywood-Film in ich weiß nicht wie viel tausend News-Nachrichten zerlegen und dann einfach in die Newsgruppe posten. Ja, dann gab es in den 80er Jahren auch noch diesen Fall CompuServe SOM. Da hat Mitte der 80er Jahre die Polizei in München die Zentrale von CompuServe durchsucht und CompuServe vorgeworfen, man wäre an der Verbreitung von kinderpornografischem Material beteiligt, weil CompuServe eben auch Newsgruppen angeboten hat. Und bei diesen Newsgruppen gab es eben auch einige, wo irgendjemand
entsprechenden Content gepostet hat. Und da CompuServe diese Newsgruppen in Deutschland angeboten hat, ist die Polizei dann irgendwie gegen die vorgegangen. Und der Geschäftsführer, der Felix Somm, wurde auch tatsächlich verurteilt zu 2 Jahren, glaube ich, wegen Beihilfe zur Verbreitung, obwohl er gar nichts dafür konnte. Die Newsgruppen, in denen das geschehen ist, kamen aus den USA. Und CompuServe hat die halt einfach nur den Zugang dazu bereitgestellt. Also eigentlich hätten die Haftungsausschlusskriterien für Provider damals ziehen müssen. Haben sie aber nicht. Selbst die Staatsanwaltschaft hat beantragt, das Verfahren einzustellen und den Herrn freizusprechen, weil selbst nach Ansicht der Staatsanwaltschaft er einfach nichts hätte tun können zum damaligen Zeitpunkt. Aber der Richter war irgendwie, wollte den unbedingt verknacken und hat es schließlich auch getan. Hier in Deutschland, ich glaube in München. Also wenn man nach CompuServe und Somm im Internet sucht, ich habe das gestern Abend mal kurz getan, da findet man das Urteil in voller Länge und so. Also eine kurze Google-Recherche hilft da. Das war so 85, 86. Also ich kann, ja, ich kann nachher genau nachgucken. Ich habe die Sachen nochmal extra in einem Textdatei. Also kommst du vielleicht nach dem Talk, dann kann ich es dir genau sagen. Ja, dann gab es schon in den 90ern war das, Mitte der 90er, irgendwie noch den Fall Radikal und Access for All. Die Radikal, das ist so eine linke Untergrundpostille, die auch schon mal Bauanleitungen enthalten hat. Unter anderem gab es da mal eine Bauanleitung, wie man so eine Hakenkralle baut, um die auf eine Oberleitung von der Zugstrecke zu hängen, damit man damit, also wenn der Zug dann unten durchfährt, dann zieht der Stromabnehmer vom Zug, hakt sich in die Kralle ein und zieht damit seine eigene Oberleitung runter und kann dann eben nicht mehr weiterfahren. Und das haben irgendwie militante Atomkraftgegner entworfen, um damit Castortransporte zu stoppen. Und in einer Ausgabe dieser Radikalzeitschrift gab es die Bauanleitung, wie man so eine Kralle baut und wie man die auf die Oberleitung setzen kann. Und naja, in Deutschland ist diese Zeitschrift oder diese Untergrundpostille verboten. In den Niederlanden war sie nicht verboten und die Kontaktadresse dieser Zeitung war auch jahrelang in den Niederlanden. Und irgendwann war sie dann auch über die Niederlande im Internet. Eben bei Access for All, diesem niederländischen Provider. Und da gab es ein großes Verfahren von der Generalbundesanwaltschaft gegen Access for All. Und da hat man dann versucht, die Seiten zu sperren. Also zum Beispiel gab es da, wurden ISPs in Deutschland per Gerichtsbeschluss dazu gezwungen, den Zugang zu Access for All zu sperren. Also zumindest zu dem Webserver www.accessforall.nl/tilde-tank/ war, glaube ich, die Adresse der Radikal. Und da mussten dann auch andere Provider mitmachen. Das DFN hat eine Zeit lang versucht, die Radikal zu sperren. Da wurde auch ein Global Alert ausgelöst. Und Access for All hat sich versucht, dagegen zu wehren. Die haben zeitweise dann stündlich ihre IPs rotiert. Also der Webserver von Access for All hatte stündlich eine andere IP. Und es gab halt tausende Mirrors auf der ganzen Welt, die diese radikal ja, gespiegelt haben. Und plötzlich gab es die nicht nur an einem Ort im Internet, sondern an tausenden Orten im Internet, in, ich weiß nicht, über 50 Ländern der Welt. Das ist gründlich nach hinten losgegangen. Da hat der Barbara Streisand-Effekt dann zugeschlagen. Sie haben es dann auch irgendwie, DFN zum Beispiel hat ihre IP-Sperre gegen Access for All nach circa 4 Wochen wieder aufgehoben, weil sie gemerkt haben, das bringt alles nichts und sie kommen mit dem Pflegen ihrer Sperrlisten gar nicht hinterher, so schnell wie Access for All die IPs wechseln kann. Irgendwann sind sie dann auch mal dazu übergegangen, den kompletten IP-Bereich von Access for All zu sperren. Aber an dem Beispiel sieht man auch schön die Effekte von Overblocking. Also es gab halt einen Webserver, www.accessforall.nl, und auf diesem einen Webserver waren alle Kunden von diesem ISP. Und unter den Kunden war zum Beispiel auch die israelische Botschaft in den Niederlanden, die ihre Homepage da hatte. Und mit der Blockade der Radikal war halt plötzlich auch die israelische Botschafts-Homepage in den Niederlanden nicht mehr erreichbar, weil die auf demselben Webserver lag und weil man halt auf IP-Ebene gesperrt hatte und nicht irgendwie
feiner das granuliert hatte und wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres konnte. Das digitale Amsterdam, es gibt so ein Projekt Digitale Stadt, da haben sie versucht, Amsterdam im Cyberspace nachzubauen. Das war so ein bisschen wie, wie heißt das, Second Life heißt das heutzutage. Das war so ein bisschen eine Art Vorgänger von Second Life, nur auf Amsterdam bezogen, wo man dann irgendwie Sachen, die es im wirklichen Amsterdam gab, irgendwelche Restaurants, Geschäfte, Museen oder so, auch im Digitalen nachgebaut hatte. Und dann konnte man sich die Rembrandt-Bilder auch im Internet angucken. Die Seite war zum Beispiel von der Sperre auch betroffen, obwohl die natürlich nichts damit zu tun hatte und da auch nichts Illegales oder so war. War halt ein schönes Beispiel für massives Overblocking. Sie wollten eine Webseite treffen und sie haben 9.999 andere mitgetroffen. Da fragt man sich dann natürlich, wie, ob das noch verhältnismäßig ist. Ja, dann gab es 96 die Sperrungsverfügung hier in NRW vom Regierungspräsidium in Düsseldorf, der Herr Büssow, der Meinung war, er müsste jetzt mal irgendwelche Nazi-Seiten und irgendwelche anderen Seiten wie Rotten.com sperren. Diese Sperrungsverfügungen sind bis heute gültig, de facto. Es gibt auch noch einige Provider in Nordrhein-Westfalen, die das nach wie vor filtern. Also wer in Nordrhein-Westfalen wohnt oder einen Provider hat, der in Nordrhein-Westfalen beheimatet ist, kann das mal zu Hause ausprobieren, was für eine Antwort er auf rotten.com von dem Nameserver bekommt oder die Seiten von Lauk, da kommen wir nachher noch zu, nsdapao.com, das sind so Nazi-Seiten von so einem Verrückten, der in den USA wohnt. Die werden in NRW zum Beispiel auch bis heute gesperrt. Ja, dann gibt es noch so eine Nazi-Seite, front14.org. Da gab es in der Schweiz und in Frankreich ziemlich viel Aufsehen drum. Da hat eine französische Organisation es erfolgreich geschafft, die aus dem Netz zu klagen in Frankreich. Die haben einfach ein Gerichtsverfahren in Frankreich angestrengt und haben gefordert, dass der Zugang zu front14.org gesperrt wird. Und haben das auch geschafft. Danach hat dann ein französisches Gericht alle Provider verurteilt, in Frankreich den Zugang zu sperren. In der Schweiz gab es auch so eine Pressure Group, die das probiert hat und die es auch geschafft haben. Ja, das waren so die herausragendsten Fälle der Sperrgeschichte im Internet. Ja, kommen wir zu den, gibt es noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu? Kommen wir zu den Sperrtechnologien. Ja, also diese Begriffe geistern ja auch öfters mal durch die Medienberichterstattung. DNS-Sperren kennen wir, glaube ich, alle, zumindest vom Namen her, seit den Zensursula-Vorschlägen. In Wirklichkeit, also DNS-Sperre ist ein bisschen irreführend, weil in Wirklichkeit handelt es sich gar nicht um eine Sperre. Aber da kommen wir nachher noch zu. Dann IP-Sperren. Sowas kennt man normalerweise unter dem Begriff Firewall. Eine Firewall macht ja nichts anderes, wie bestimmte Ziel-IPs oder Traffic von bestimmten Source-IPs eben zu blocken. Normalerweise schützt man das, um seine eigene Netzwerkinfrastruktur, seine eigenen Dienste zu schützen, indem man aus dem Internet jetzt nur Port 80 zulässt, damit der Webserver erreichbar ist, aber eben alles andere blockt. Man kann damit, statt sich selber zu schützen, natürlich auch versuchen, andere vor anderen zu schützen, indem man solche Firewall-Regeln benutzt, um zu verhindern, dass irgendjemand auf eine bestimmte Webseite surfen kann oder überhaupt auf eine bestimmte Webseite zugreifen kann oder dort E-Mails hinschicken kann. Irgendwie jeglicher Datenverkehr mit bestimmten Zieladressen lässt sich über so Filterregeln, über so Firewall-Regeln unterbinden. Ja, dann gibt es noch Routing-Sperren. Sowas wird zum Beispiel gerne mal in Pakistan eingesetzt. Da gab es auch schon spektakuläre Fälle, wo Pakistan versucht hat, YouTube zu sperren und es irgendwie danach auf der halben Welt kein YouTube mehr gab, weil sie bei ihren Routing-Sperren irgendwie böse Fehler gemacht haben und so ganz große Teile des Internets dann umgebogen haben auf ihre pakistanische Sperrseite. Und weil sie sich vertippt haben, hat das nicht nur Pakistan betroffen, sondern eben auch Deutschland und den Iran und andere Länder.
Ja, dann gibt es noch Zwangsproxys. Das ist oft bei Mobilfunkunternehmen, bei UMTS-Zugängen und so ganz beliebt. Zum einen, weil man damit die Bilder kleiner rechnen kann, als sie sind und so auf relativ langsamen Mobilverbindungen Übertragungskapazität spart. Aber solche Zwangsproxys kann man halt auch einsetzen, um gezielt Webseiten auszufiltern. Über so Zwangsproxys ist es zum Beispiel möglich, dass man gezielt ein YouTube-Video ausblendet und das dann nicht angucken kann, aber der Rest von YouTube, alle anderen Videos gehen. Das ist halt der Vorteil davon, es ist relativ genau. Man kann halt sehr genau auf URL-Level filtern. Na, und dann gibt es noch Hybridsperren. Hybridsperren ist eigentlich die Kombination der vorherigen beiden, also Routing-Sperren kombiniert mit Zwangsproxys. Das erkläre ich nachher noch, wie das im Einzelnen funktioniert und habe ich auch vorbereitet zum Ausprobieren. Ja. DNS-Sperren, wie ich schon eben gesagt habe, streng genommen sind das gar keine Sperren, sondern streng genommen wird nur dem Dienst Lügen beigebracht. Also so ein DNS ist ja so ein bisschen vergleichbar mit einem Telefonbuch. Rechner haben ja IP-Adressen und wir Menschen können uns so IP-Adressen schlecht merken. Für uns ist es halt einfacher, sich www.spiegel.de zu merken, statt irgendwie die entsprechende IP-Adresse, die dann so 194.66.32.48 oder sowas wäre. Und früher wurden im Internet die Informationen, welche IP-Adresse, welche Domainnamen bedient, praktisch manuell ausgetauscht. Das wurde in lange Listen geschrieben, in so lange Textdateien. Und diese Textdateien wurden regelmäßig, wöchentlich oder monatlich per E-Mail verschickt. Und dann hat man sich die neue Textdatei auf seinen Rechner kopiert und dann konnte man eingeben www.mit.edu und der Rechner konnte über diese Textdatei nachgucken, was ist denn das für eine IP und eine Verbindung dorthin aufbauen. Weil das aber mit zunehmenden Rechner, also der Anzahl von Rechnern im Internet natürlich sehr ungeschickt wurde, man will nicht von tausenden Rechnern und Domainnamen per Hand irgendwelche Textdateilisten pflegen, hat man dann irgendwann DNS erfunden. Und diese DNS ist eigentlich nur die Automatisierung dieser sogenannten Hosts-Dateien. Also das ist halt eine weltweit verteilte Datenbank, wo man reinschreibt, welche IP-Nummer jetzt www.spiegel.de oder wer auch immer hat und wo man sich das raussuchen und nachgucken kann. Also der Computer oder Computerprogramme können das automatisiert. Im Grunde ist es wie ein Telefonbuch. Ja? Ich kann mir nur den Namen merken oder weiß, ich möchte im Restaurant sonst wie anrufen. Die Nummer kann ich mir nicht merken, die Telefonnummer, also nehme ich ein Telefonbuch und gucke nach. Restaurant bla bla, was ist die Telefonnummer, dann kann ich anrufen und einen Tisch reservieren. Und genauso funktioniert das im Internet bei DNS auch. Ich gebe in meinem Browser ein www.spiegel.de oder sowas, heise.de. Und mein Rechner fragt erstmal beim nächsten DNS-Server, was ist denn das für eine IP? Kriegt eine Antwort und dann baut mein Rechner bzw. mein Browser eine Verbindung zu dieser IP auf. Und deswegen ist es auch keine wirkliche Sperre, sondern im Prinzip tut man nicht dem Dealer den Telefonanschluss wegnehmen, damit er darüber nicht mehr dealen kann, sondern man streicht den Dealer aus dem Telefonbuch. Aber lässt ihm sein Telefon. Also wer die Nummer vom Dealer im Kopf hat, kann immer noch anrufen. Und wer die Nummer von seinem Kumpel gesagt kriegt, kann auch wieder anrufen. Man streicht die Nummer eigentlich nur aus dem Telefonbuch. Das sind DNS-Sperren. Also es sind keine wirklichen Sperren, sondern es sind einfach Manipulationen im Telefonbuch. Man streicht einfach Nummern raus. Problematisch ist es zum Beispiel in Bezug auf E-Mail. Auch die Information, welcher Mail-Server für eine bestimmte Domain zuständig ist. Also ich will Mail an den CCC schicken, dann guckt man im DNS erstmal nach, das geschieht automatisch, davon kriegt man als Benutzer nichts mit. Aber wenn ich eine E-Mail an info@ccc.de schicke, dann schaut das Mail-Programm erstmal, welcher Rechner ist überhaupt zuständig für E-Mails von ccc.de, der sogenannte MX-Record. Und das DNS-System liefert eine IP zurück und dann geht mein Mail-Client daher, baut eine Verbindung zu dieser IP auf und sagt, hier, ich habe da Mail für info@ccc.de, nimmst du die?
Wenn man so eine Domain wie ccc.de zum Beispiel blockt über DNS-Sperren, dann kann man da auch keine Mail mehr hinschicken. Das ist nach dem deutschen Fernmeldegeheimnis und so relativ problematisch, weil das ist die Unterdrückung von Postsendungen und das ist eine Straftat in Deutschland. Das andere, was auch schon vielfach genannt wurde, ist halt, diese DNS-Sperren sind leicht zu umgehen und in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr möglich, weil mit der Einführung von DNS-Sec wird das Lügen bei DNS-Antworten immer schwieriger. Weil genau dafür ist DNS-Sec ja mal designt worden, dass man gefälschte Antworten im DNS erkennt als solche und nicht mehr annimmt und nicht mehr weiterverarbeitet. Und die Bundesregierung fördert mit vielen zig Millionen die Verbreitung und die Weiterentwicklung von DNS-Sec und schießt sich damit selber ins Knie sozusagen. Ja. Weil? Fangen wir nochmal an, dann haben wir es auch auf dem. Also, jemand da? Ja. So, super. Also, den Telefonbuchvergleich fand ich ein bisschen ungünstig, weil er den Eindruck erweckt, als würde man praktisch außerhalb eines laufenden Kommunikationsvorganges in ein Buch gucken und erst dann einen Kommunikationsvorgang beginnen. Das Buch ist in dem Fall natürlich online und es braucht einen Kommunikationsvorgang, um überhaupt in das Buch reingucken zu können. Genau, also das ist praktisch ja, das eher stimmt. Wie wenn du eine Auskunft anrufst und sagst, und dann stellen sie mich bitte auch gleich durch. Mhm. Und der andere Punkt ist, jedenfalls für die Infrastruktur nach dem Zugangserschwerungsgesetz sollte es so realisiert werden, dass die MX-Records nicht betroffen werden wären. Das war jedenfalls mal das, was gesagt wurde. Ja, also wenn meine Seite betroffen wäre, dann würde ich erstmal einen HTTP-to-E-Mail-Service einrichten und dann können mir die Leute E-Mails schicken, um meine Webseiten zu bekommen. Also in Dänemark zum Beispiel und in den skandinavischen Ländern, wo diese DNS-Sperren schon seit Jahren gefahren werden, allerdings nicht per Gesetz verpflichtend, sondern auf freiwilliger vertraglicher Basis, da ist das so, die sperren die MX-Records mit. Also in Dänemark zum Beispiel, bei Seiten, die in Dänemark gesperrt werden, hat man keine Chance, E-Mail hinzuschicken. Die sperren die MX-Records komplett mit und unterdrücken damit legitime Mail. Es ist ja auch manchmal so, dass es durchaus noch andere User-Accounts auf so Servern gibt oder dass Server Shared-Server sind. In dem Setup, was ich heute zeige mit DNS-Sperren, ich habe das dänische Setup nachgebaut und da ist es auch so, dass die MX-Records komplett rausfliegen und man also keine Mail mehr an die gesperrten Seiten schicken kann. Ja. Noch Fragen zu DNS-Sperren oder Anmerkungen? Das stimmt, die Anmerkung war natürlich richtig. Das ist nicht wie ein Telefonbuch, sondern eher wie eine Auskunft, wo man anruft, um die Nummer zu erfahren. Gut, kommen wir zu IP-Sperren. Habe ich vorhin schon gesagt, man kennt das als unter dem Namen Firewall und nutzt es normalerweise, um seine eigenen Rechner zu schützen oder seine eigenen Dienste. Normalerweise wird sämtliche Kommunikation mit einer bestimmten Zieladresse einfach unterbunden. Die machen da nicht lange rum, die sperren einfach UDP, TCP, ICMP, die sperren einfach alles. Any. Bei Shared Hosts, also wenn ich eine IP-Adresse habe und darauf aber 100 verschiedene Domains laufen habe, wie das bei Webhosting-Firmen üblich ist, also gerade wenn man so bei Firmen, bei großen Anbietern sich so eine Webpräsenz für billiges Geld kauft, ist es so, dass da eine IP, ein Rechner steht mit einer IP, und darauf Hunderte oder gar Tausende von Kunden mit ihrer Webseite gehostet werden. Und wenn man dann eine IP-Sperre wegen einer so einer Webseite auf die Zieladresse einrichtet, dann ist nicht nur die Webseite betroffen, die man sperren wollte, sondern eben auch alle anderen Kunden, die auf diesem Server ihre Webpräsenz haben. Führt also auch zu massivem Overblocking. Und ist aufgrund der Internetstruktur nur bedingt wirkungsvoll. Ich muss ja nicht direkt mit dem Ziel kommunizieren, ich kann das ja auch indirekt machen. Ja, Routing-Sperren.
Bei Routing-Sperren werden einzelne IPs oder ganze IP-Bereiche, also ich weiß ja normalerweise oder kann nachfragen, www.youtube.com, was das für eine IP. Oft haben die nicht nur eine IP, sondern ein ganzes Netz oder einen ganzen IP-Bereich. Und der wird einfach umgeroutet. Ich sage meinem Router einfach, hier, wenn was reinkommt nach YouTube, schick's nicht dahin, wo du es sonst hinschicken würdest, sondern schick's da drüben raus. Und so kann man dafür sorgen, dass die Pakete nie ans Ziel kommen oder dass sie nicht das gewünschte Ziel erreichen, sondern einen ganz anderen Rechner, wo man dann eine Stoppseite oder sowas einblendet zum Beispiel. Habe ich eben schon kurz erwähnt, das Beispiel Pakistan versus YouTube. Als Pakistan mal YouTube sperren wollte, so vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder so war das, da haben die aus Versehen der halben Welt YouTube abgedreht, weil sie einen Fehler in ihren Routing-Updates gemacht haben und dann ein paar Provider weltweit nicht aufgepasst haben und die kaputten Routing-Updates aus Pakistan übernommen haben in ihre Systeme. Und plötzlich ging auch in halb Westeuropa und halb Asien kein YouTube mehr, weil die in Pakistan Mist gebaut haben. Das gleiche ist China auch schon mal passiert, die haben versucht, irgendwie Google darüber zu sperren und plötzlich ging auch in Chile kein Google mehr, weil die auch einen Fehler gemacht haben bei ihren BGP-Updates und nicht nur chinesische Nutzer anders geroutet haben, sondern halb Südamerika auch anders geroutet haben. Und Teile von Asien, ich glaube Thailand und Vietnam und so waren davon auch betroffen. Zwangsproxys. Das, wie ich schon gesagt habe, ist das sehr beliebt bei Mobilanbietern, UMTS und solche Sachen, weil die natürlich versuchen wollen, möglichst wenig Bandbreite zu verbrauchen oder dass die Nutzer möglichst wenig Bandbreite verbrauchen, weil die, die Bandbreite auf der Luftschnittstelle limitiert ist. Und deswegen setzen die gerne so Zwangsproxys ein, um zum Beispiel große Bilder kleiner zu rechnen. Damit ich meistens brauche ich ja nicht die volle Auflösung und muss eigentlich kein JPEG, was 6,8 MB groß ist, runterladen, sondern oft reicht es ja, wenn es eh nur so klein auf der Webseite dargestellt wird, dass man irgendwie ein kleines JPEG mit nur ein paar K runterlädt oder das Bild einfach noch ein bisschen weiter komprimiert. Und sowas machen Mobilprovider gerne mit so Zwangsproxys, die sie in die Leitung hängen. Man kann das auch selber testen, indem man so ein großes Bild nimmt und es dann mal über UMTS aufruft und dann plötzlich feststellt, das ist gar nicht mehr das Originalbild, was ich eigentlich auf meinen Webserver gepackt habe und es ist auch viel kleiner und hat eine andere Prüfsumme. Dann läuft es durch so einen Zwangsproxy durch, der das kleiner rechnet. Über diese Proxys kann man natürlich auch filtern. Ich meine, die gucken sich eh jede URL an, die da durchläuft. Da kann man natürlich auch ganz einfach eine Liste reinhängen und sagen, folgende Domainnamen jetzt mal bitte nicht mehr ausliefern oder umleiten auf eine Sperrseite oder sowas. Der Vorteil ist halt, man kann sehr gezielt einzelne URLs, zum Beispiel einzelne YouTube-Filme sperren. Also die Türkei sperrt ja komplett youtube.com. wegen einem Film, wo sie der Meinung sind, dass Atatürk beleidigt wird. Was natürlich dazu führt, dass inzwischen jedes türkische Grundschulkind weiß, wie man die Sperren umgeht und der Ministerpräsident in Presseinterviews zu Protokoll gibt, dass er das ja auch so umgehen würde und deswegen kein Problem mit der Sperre hat. Und dass es ja in der Türkei eh jeder wüsste und es deswegen egal wäre, ob man sperrt oder nicht. Ich meine, dann können sie es auch gleich sein lassen. Aber man muss bei solchen, also solche Zwangsproxys führen zwingend dazu, dass alle Zugriffe auf YouTube zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, überwacht werden. Da wird dann zwar nur derjenige gehindert, der dieses eine Video versucht aufzurufen, zum Beispiel in der Türkei, welches dort verboten ist, aber gleichzeitig gehen sämtliche Zugriffe auf YouTube durch diesen Proxy und die Leute, die den Proxy betreiben, können gucken, wer sich welchen Film auf YouTube angeguckt hat, zum Beispiel. Und ein anderes Problem ist bei diesen Zwangsproxys, man braucht halt für jedes Protokoll einen eigenen Proxy. Also das geht für HTTP, bei HTTPS wird es schon schwierig, weil ich da in die Verschlüsselung eingreifen muss, wenn ich das mitlesen will. Und dann kommt so eine Warnung und eine Seite gibt ein falsches Zertifikat, wollen Sie wirklich?
Und für andere Protokolle geht das natürlich auch nicht, also beziehungsweise man braucht pro Protokoll einen eigenen Proxy. Also E-Mail ist davon gänzlich unbetroffen, weil so ein HTTP-Proxy normalerweise kein E-Mail handeln kann. Man könnte dann noch einen extra Proxy für E-Mail machen und da auch nochmal gezielt rausfiltern. Aber naja, wir haben, ich weiß nicht, ein paar Pfund Protokolle im Internet und 65.535 verschiedene Ports. Und man müsste eigentlich für jedes Protokoll und für jeden dieser Ports, also beziehungsweise für jedes Protokoll, der darüber läuft, einen eigenen Prox schreiben. Da kommt man mit dem Aufwand überhaupt nicht hinterher. Und wenn man dann eine verschlüsselte Verbindung hat, dann naja, hat man eh schon verloren. Oder es wird extrem schwierig und der User muss da mitspielen. Ja, die Hybridsperre ist dann auch die letzte dieser Sperren, die so allgemein immer wieder genannt werden. Und eine Hybridsperre ist nichts anderes, also der Name Hybrid sagt ja schon, da werden zwei Sachen miteinander kombiniert. Und so eine Hybridsperre kombiniert eine Routing-Sperre mit einem Zwangsproxy. Das funktioniert dann so, dass man, bleiben wir bei diesem Beispiel Türkei, es gibt ein YouTube-Video, was man seinen Bürgern gerne vorenthalten würde. Also richtet man in einem Router ein, dass alles, was Richtung YouTube geht an Datenverkehr, nicht über die normalen Routen weitergeleitet wird, sondern über eine spezielle Route. Das heißt, sämtlicher Datenverkehr, der zu irgendeiner IP, die zu YouTube gehört, läuft, wird umgeleitet. Und auf dieser Umleitung, da hängt man so einen Zwangsproxy rein. Und dieser Zwangsproxy guckt sich dann jeden Aufruf an, jeden HTTP-Aufruf und schaut nach, zu welchem Video will der, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt. Und wenn es erlaubt ist, lässt der Proxy es einfach durch. Und wenn es nicht erlaubt ist, leitet er den Benutzer um auf eine Stoppseite zum Beispiel. Das wird das CleanFeed-System in Großbritannien funktioniert zum Beispiel nach diesem Prinzip. Der Vorteil ist halt, dass es sehr, sehr genau ist, weil ich genau einen YouTube-Film sperren kann und den Rest zulassen kann. Der Nachteil ist halt, dass es sehr teuer ist und sehr aufwendig. Und ja, die ganzen anderen Nachteile, die alle diese Sperrsysteme haben, nämlich dass man sie dauernd aktualisieren muss und eigentlich mit dem Aktualisieren gar nicht hinterherkommt, haben sie natürlich auch. Die Sperrbefürworter sagen oft, dass Hybridsperren viel schwerer zu umgehen sind. Das ist de facto nicht wirklich so. Also ich meine, sie sind auch nicht schwerer zu umgehen wie IP-Sperren. Und es gibt noch andere Probleme damit, wo man noch ein bisschen Spaß haben kann, weil diese Zwangsproxys müssen natürlich einen Haufen Parsing machen. Die müssen sich ja jeden Request angucken. Ja, Parsing ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn man ein Programmierer ist, weiß man, dass Parsing nicht so einfach zu programmieren ist. Sprich, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass in dem Parsing-Code viele Programmierfehler drin sind. Das wiederum gibt einem eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man diese Zwangsproxys von sich zu Hause übernehmen kann. Ja, aber heutzutage wird das alles in Routern gemacht. Firmen wie Cisco und andere große Routerhersteller haben inzwischen eigene Frameworks gebaut und stellen die ihren Kunden gegen Kohle zur Verfügung, womit man gezielt irgendwie Filtermaßnahmen durchführen kann, Überwachungsmaßnahmen, Datenverkehr komplett ausleiten. Da gibt es Systeme, die den User anhand von bestimmten Charakteristika, wie zum Beispiel dem User Agent, also der Browserkennung und der MAC-Adresse, das kann man zum Beispiel auch mit seiner DHCP-Infrastruktur verheiraten und dann kann man dezidiert User beobachten oder für bestimmte User bestimmte Regeln scharf schalten und für andere nicht. Man kann dafür sorgen, dass Klartext-Downloads doppelt so schnell laufen wie Downloads über verschlüsselte Protokolle. Man kann verschlüsselte Protokolle komplett unterbinden. Und das funktioniert nicht auf so einer billigen Variante, wie dass man sagt, Port 443, das ist normalerweise SSL, jetzt sperre ich mal Port 443. Sondern die können, also da kann man wirklich sagen, ich möchte SSL sperren. Und dann gucken diese Engine auf allen Paketen, die über alle Ports laufen, könnte das SSL sein und wenn das Ding denkt, es könnte SSL sein, dann wird einfach in beide Richtungen Reset geschickt und die Verbindung unterbrochen. Iran hat zum Beispiel so ein System von Siemens Nokia,
die haben das während den letzten Aufständen da auch genutzt, um zum Beispiel für ein paar Tage mal wenigstens komplett SSL-Verbindungen zu unterbinden. Da ging dann halt auch kein Online-Banking mehr und auch kein VPN mehr, was auf SSL basierte, aber es war denen halt egal, das haben sie als Kollateralschaden in Kauf genommen. Dafür konnte man halt nicht mehr verschlüsselt irgendwie versuchen, die Zensur zu umgehen oder doch irgendwie auf Twitter zu kommen oder solche Sachen. Und China hat sowas auch mit ihrer Great Wall of China. Die meisten anderen arabischen Staaten zum Beispiel haben auch solche Systeme, womit sie zum Beispiel auch gezielt sagen können, wir wollen, dass niemand Skype benutzt. Und egal wie du deinen Skype konfigurierst und über welche Ports du gehst, irgendwie, sobald dieser Router denkt, das ist ein Skype oder könnte ein Skype-Protokollpaket sein, was er da gerade sieht, macht er die Verbindung nicht. Ja, das war es erstmal so mit der Einführung, mit der Theorie und welche Sperren es überhaupt gibt und so ein paar Einzelheiten dazu. Jetzt kommen wir zur Praxis, aber ich würde vorher mal kurz 5 Minuten Pause machen, zum aufs Klo gehen, Zigarette rauchen, trinken holen, was auch sonst ihr noch für Bedürfnisse habt, ja? Also 5 Minuten Pause. Thank you.
müsstet euch da einfach anmelden können, eine DHCP-Adresse bekommen und surfen können. Heise.de sollte funktionieren. Funktioniert? Gut. So, die erste Eskalationsstufe, die ich zum Mitmachen vorbereitet habe, sind DNS-Sperren. Gesperrt ist twitter.com. Probiert das mal gerade jemand, twitter.com aufrufen. Habt ihr eine schöne Stoppseite? Gut. Nee? Im Browser? Ihr müsstet da Censilia und Zensursula sehen. So, ja, die Aufgabe ist jetzt, trotzdem Twitter zu erreichen. Hat jemand irgendwelche Ideen, wie man das bewerkstelligen könnte? Ja, ich bin zumindest hingekommen über den anonymmaus.org-Proxy. Ja, ein Proxy aber nehmen funktioniert auf jeden Fall. Genau, aber da komme ich jetzt leider nicht ins Twittern. Da bin ich jetzt im Login verreckt. Ach so. Es gibt noch eine viel einfachere Möglichkeit. Ja, ich gehe jetzt mal nach da hinten, die habe ich zuerst gesehen. Bitte. Ich würde das mit meinem eigenen DNS probieren, also meinetwegen Google 9.9.9.9. Genau. Einen anderen DNS einstellen im Betriebssystem sollte das den Trick eigentlich machen. Wenn ihr DHCP verwendet für die Adressvergabe, dann bekommt ihr von meinem DHCP-Server den manipulierten Name-Server übermittelt. Und den verwendet ihr dann automatisch. Zum Beispiel hat Google einen zensurfreien DNS-Service, der auch Anycast ist und deswegen egal wo auf der Welt relativ schnell. Die IP-Adressen sind auch einfach zu merken, ist nämlich 8.8.8.8 und 8.8.4.4. Also 4 mal die 8 mit einem Punkt getrennt oder 2 mal die 8 und 2 mal die 4 mit jeweils einem Punkt getrennt. Auf Unix-Systemen gibt es eine Datei, die liegt unter /etc/hosts. Das ist eine einfache Textdatei. Was sage ich denn? Das ist ja resolve.conf. etc/resolve.conf ist die Datei auf Unix, also auf Linux und BSD und sowas. Auch auf macOS. Unter Windows gibt es auch so eine Datei, aber da ist es normalerweise einfacher, wenn man das über die Oberfläche macht, Netzwerkeinstellungen, erweitert, DNS, dann DNS-Server eintragen, übernehmen, fertig ist die Dose. Da gibt es auch schöne YouTube-Videos in 30 Sekunden, die das zeigen, wie man das in 30 Sekunden umgeht, indem man die Einstellung in seinem Windows ändert. Was natürlich auch geht, ist direkten Proxy verwenden, wie hier auch schon jemand gesagt hat. Also wenn ich irgendeinen offenen Proxy kenne, kann ich den einfach in meinem Browser eintragen und dann tut dieser Proxy über seinen DNS erstmal gucken, wer ist denn twitter.com und der hat wahrscheinlich einen DNS, der nicht zensiert ist und gibt einem die echte IP zurück. Und da die Kommunikation mit Twitter ja nicht wirklich gesperrt ist, sondern man das nur aus der Auskunft rausgenommen hat, kann man da nach wie vor hinsurfen. Also haben es jetzt alle geschafft und sind inzwischen auf Twitter, die hier aktiv mitmachen? Soll ich es noch ein bisschen anlassen? Will noch jemand probieren? Gut, dann machen wir mal weiter. Die nächste Eskalationsstufe ist eine IP-Sperre. Also da aktiviere ich jetzt einfach mal eine Firewall-Regel. Auf diesem Rechner hier, also das Setup ist übrigens so, ihr landet hier auf diesem Access Point, da ist auch der DHCP-Server drauf. Der Rechner hier ist praktisch ein Router, hier läuft aller Verkehr durch und hier mit dem Kabel geht es dann ins kabelgebundene Netz und raus ins Internet. Und auf diesem Rechner läuft auch der Stop-Server und der DNS. So, jetzt muss ich mal schnell einen neuen Regelsatz laden, das dauert einen Moment und dann geht es weiter.
So. Also. Jetzt gibt es eine IP-Sperre, die die IP-Adresse von twitter.com und die IP-Adresse von ccc.de sperrt. Ihr solltet jetzt auf ccc.de zum Beispiel gar nicht mehr kommen. Das sollte einfach endlos laden. Kann mir das jemand bestätigen? Ist der DHCP-Range schon erschöpft? Eigentlich sollte der genügend Adressen haben für den Saal hier. Ich kann das, glaube ich, hier nachgucken. Eben mal, Moment. Ich mache mir hier mal, der Rechner hier hängt auch im Sensored-Netz drin. Achso, den habe ich jetzt hier. Moment. Ah ja. Da ist jetzt das Bild irgendwie nicht mitgekommen, warum auch immer. Aber man landet auf einer Stoppseite. Ja. Wo ist meine Maus? Hier. Also funktioniert soweit erstmal. Jetzt kann ich das auch gleich nochmal mit ccc.de probieren. Ja, gibt auch eine Stoppseite. Gut, dann mache ich mal wieder hier die Präsentation an. So, also die gleiche Frage wieder. Wie kommt man jetzt um so eine IP-Sperre drumherum? Da hebt schon jemand wedelnd die Hände. Christian, dann erklär uns das mal. Also beim CCC war es total einfach. Man googelt einfach in dem Fall CCC IP-Adresse und dann kriegt man schon in der Vorschauseite, das DNS wandelt Namen, zum Beispiel www.ccc in Nummern um, in diesem Fall in 213 irgendwas, und dann gibt man die 213 irgendwas ins Browserfenster ein und ist drin. Das liegt daran, dass die beim CCC gut vorbereitet sind auf so Zensurmaßnahmen und da gleich noch von sich aus ein paar Tricks gemacht haben. Aber was wäre denn der eigentliche sichere Weg, um auf so einen gesperrten Rechner zuzugreifen? Bitteschön. Indem man einfach ein VPN nutzt, würde ich sagen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Und was tust du im Endeffekt, wenn du ein VPN nutzt? Du redest nicht direkt mit dem Ziel, sondern indirekt. Ja, ich tunnel das über einen anderen Server. Genau, du tunnelst das. Du machst einen Tunnel irgendwo anders hin in der Welt auf irgendeinen anderen Server und surfst über diesen Server dann zu deiner Zieladresse. Und da nur hier vorne auf dem schwarzen Rechner geblockt wird, ja, solange ich nicht den VPN-Provider mitblocke, kann man einfach dahin sich verbinden und sich von dort weiter verbinden lassen. I2P oder Tor? Ja, richtig. I2P oder Tor, solche Sachen, die eigentlich zur anonymen Kommunikation entwickelt wurden. Damit kann man auch hervorragend Zensur umgehen, richtig. Es gibt aber auch noch, also ich meine, das waren jetzt so Sachen, VPN-Account, da brauche ich schon irgendwo einen Account. Meistens kostet mich das Geld, das muss ich schon vorher haben. Aber es gibt zum Glück auch Möglichkeiten, wie man um sowas drumherum kommt, ohne dass man so einen Account hat und da Geld für bezahlt und so. Eine der einfachsten Möglichkeiten, die ich mal kurz zeigen will, ist zum Beispiel, wo ist meine Maus, ist zum Beispiel, indem man so Dienste nutzt, wie zum Beispiel translate.google.com.
Die meisten werden das kennen, man kann hier Sachen übersetzen und da steht, man kann auch eine URL eingeben. Und wenn ich jetzt hier mal www.ccc.de eingebe und sage, ich hätte diese, warum schreibt der nicht? .de, ich hätte diese Seite gern übersetzt von Englisch nach Deutsch. Dann, dieser Übersetzer ist im Prinzip auch so eine Art Proxy. Dieser Übersetzungsdienst von Google holt sich die URL, die ich da eingegeben habe, dann über einen Google-Server, versucht die zu übersetzen und zeigt mir die Übersetzung an, wenn es denn jetzt mal funktionieren würde. Wenn ich zum Beispiel hier habe ich ja angegeben, ich will von Englisch nach Deutsch übersetzen, die CCC-Seite ist schon Deutsch, dementsprechend merkt Google, ah, da ist nichts Englisches drin, was ich übersetzen kann und zeigt einem die Originalseite an. Im Prinzip funktioniert dieser Translate-Service von Google wie ein Proxy. Also ich kann über diesen Übersetzungsdienst den als Proxy missbrauchen und damit ohne Account und ohne, dass ich irgendwohin Geld bezahle oder sonst wie die Zensur umgehen. Also vor allem in Ländern, wo die Leute nicht so viel Geld haben und wo ein VPN-Account irgendwie einfach ein bisschen zu teuer ist, um den von den normalen Einkünften zu bestreiten. Ich denke da so an arabische Länder, Iran, aber auch an China. Da sind solche Sachen natürlich schön irgendwie, wenn man so einen Übersetzungsdienst hat. Es gibt noch mehr solche Dienste. Einen anderen, den ich nochmal zeigen will, ist lowband.org. Da muss man, glaube ich, www davor schreiben bei Lowband, wenn ich richtig weiß. Genau. Lowband ist ein Service speziell für mobile Devices, für Mobiltelefone. Der rechnet einem große Dateien, große Bilder und so kleine und tut Sachen, die man eh nicht darstellen kann auf dem Mobiltelefon, wie Java, Applets und ähnliches, einfach komplett rausschmeißen. Und über dieser Service funktioniert im Prinzip auch wie ein Proxy. Und ich kann hier ccc.de eingeben und kriege dann eine für Mobilgeräte optimierte Seite, also dargestellte Seite. Da ist jetzt, glaube ich, das CSS rausgeflogen oder so. Aber es ist die CCC-Seite. Ich kann wenigstens, also die ganzen Bilder und Grafiken und so hat Lowband jetzt rausgeschmissen, weil das natürlich alles Bandbreite kostet auf mobilen Geräten. Aber wenn ich einfach nur an der Information interessiert bin oder in China und einfach nur BBC lesen will oder so, dann tut es das natürlich vollkommen und es ist schön schnell, weil keine Bilder und Videos und so ein Zeug mit übertragen wird. Dann gibt es noch Dienste, die zum Beispiel anbieten, Webseiten über E-Mail zu bekommen. Es gibt Dienste, wo ich eine E-Mail hinschicken kann mit der Adresse, die ich gerne, mit der Webseitenadresse, die ich gerne sehen würde, im Betreff oder im Body. Und dann bekomme ich eine E-Mail zurück nach 2-3 Minuten, wo ein komplettes ZIP-Archiv der Seite inklusive Bilder, HTML, JavaScript und so weiter und so fort drin ist. Das packe ich mir lokal einfach aus und sage dann meinem Browser, bitte geh mal nach File, Doppelpunkt, //temp/ meinen ZIP-Ordner und schwupps, habe ich da die Seite drin, offline. Und wenn ich dann weiter surfen will, dann kann ich irgendwie auf den Link gehen, sagen, Linkadresse kopieren und eine neue E-Mail verschicken und kriegen ein neues ZIP mit der neuen Seite zurück. Das funktioniert halt auch, solange ich E-Mail habe, egal was für eine Seite ich mir angucken will. Und dann gibt es noch so Seiten, die das nicht über ZIP-Folder tun, sondern zum Beispiel über Screenshots. Die machen einfach einen Screenshot von der Seite und schicken einem ein großes JPEG-Bild, was so eine gute Auflösung hat, dass man den Text halt noch lesen kann und sowas. Naja, dann habe ich halt keine interaktiven Links mehr, wo ich draufklicken kann, aber ich sehe, wie die Seite aussieht, ich kann den Text lesen, sowas. Gibt es noch aus dem Publikum irgendwelche Vorschläge, welche Dienste man nutzen könnte, um solche Maßnahmen zu umgehen, die ich jetzt noch nicht genannt habe? Oder kennt jemand so einen Anbieter für E-Mail, HTTP nach E-Mail und andersrum? Findet man auf jeden Fall ganz einfach mit einer Google-Suche oder mit einer anderen Suchmaschine. Gibt es auch wie Sand am Meer. Es gibt noch andere Sachen.
Was ich auch noch zeigen wollte, ist die Suchmaschine IX Quick. Die hat nämlich auch ein cooles Feature. So, CCC-Startseite, und hier gibt es so einen Link, der heißt schon Proxy. Die Suchmaschine bietet mir als Service-Dienstleistung direkt einen Proxy, damit ich nicht selber auf die Seite gehen muss. Das ist zum Beispiel ganz sinnvoll, wenn man in seinem Beruf irgendwie gucken will, was die Konkurrenz macht oder so, dann will man ja nicht unbedingt, dass die Konkurrenz die IP-Adressen der eigenen Firma in den Logfiles sieht und sieht, was man sich auf der Webseite angeguckt hat. Sowas kann man dann zum Beispiel über IX-Quick sich auf die Seite begeben und hier einfach sagen, hier Proxy. Und wie man oben an der Adressleiste schon sehen kann, man redet nicht mit dem ccc.de, sondern man redet mit IX-Quick. Und der Proxy von IX-Quick geht jetzt daher, lädt die CCC-Seite und zeigt sie mir hier an. Und die tun auch gleich die ganzen Links entsprechend bearbeiten und manipulieren. Wenn ich jetzt hier mal auf so einen Link gehe, sehe ich hier unten, der zeigt nicht zu ccc.de, sondern der zeigt zum IX-Quicks Proxy und lädt dann irgendwie die CCC-Seite. Das heißt, ich kann einfach hier auf Links klicken und auf dieser Seite ganz normal surfen, aber es gibt keine direkte Kommunikation zwischen meinem Rechner und dem CCC-Rechner, sondern ich rede nur mit IX-Quick und IX-Quick redet mit ccc.de. Und über sowas kann man natürlich auch jede Zensurmaßnahme einfach, kostengünstig und mit nichts weiter als einem Browser umgehen. Ja, die haben auch Proxys in den USA und soweit ich weiß, gibt es auch irgendwo die Möglichkeit, sich den Proxy, über den man geht, auszusuchen. Manchmal ist das ganz praktisch, weil es ja durchaus Seiten gibt, die aus deutschen IP-Adressen zum Beispiel gesperrt sind. Aber von einer amerikanischen IP-Adresse kommt man drauf und kann den Inhalt angucken. Vor allem so Video-Streaming-Portale und so, die Serien streamen, die in den USA schon im Fernsehen laufen, aber hier eben noch nicht gelaufen sind. Über den IX-Quick-Proxy kommt man auch auf solche Seiten. Ja, gibt es dazu noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Ideen aus dem Publikum? Nein, gut. Dann machen wir mal weiter. Das nächste, was ich vorbereitet habe, ist eine Hybridsperre. Braucht ihr noch nicht probieren, ist noch nicht scharf geschaltet, muss ich gleich noch machen. Da habe ich jetzt meinen Twitter-Account gesperrt, und zwar nur meinen. Also ihr solltet, wenn ich das jetzt gleich scharf geschaltet habe, ganz normal auf twitter.com surfen können und auch auf jeden anderen Account, aber eben nicht auf /scusi-blog. Die Aufgabe besteht dann natürlich, trotzdem Scusi-Blog zu erreichen, also den Twitter-Account. Ja, ich schalte das mal kurz scharf und dann könnt ihr ausprobieren. Also ich habe das hier mit Bordmitteln gelöst. Im Endeffekt leite ich den Traffic halt mit Firewall-Regeln um auf den transparenten Proxy. Und der Proxy ist einfach ein Squid mit SquidGuard, wo die URL halt gesperrt ist und auf eine Stoppseite umgeleitet wird. Achso, ich sollte erstmal die alten Regeln noch deaktivieren. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll.
So. Dann probiere ich mal kurz, ob das jetzt funktioniert. Na los. Das sieht schon mal gut aus. Genau, okay, Twitter funktioniert. Ups, das funktioniert nicht. So, wir haben da schon eine Meldung. Ich mache mal die Folien kurz noch schnell an, hier, wenn ich meine Maus finde. Und gebe dir mal gleich das Mikro. Ja, also ich habe einfach den ASCII-Escape-Code für das G zum Beispiel gesucht. Und habe dann einfach %67 war das, glaube ich, in dem Fall eingegeben. Und ja, bin jetzt drauf. Und lustigerweise hat er die URL wieder zurückgeändert, sodass da nicht irgendwie was Blödes steht, sondern halt das G. Also du hast also die URL einfach anders encoded. Ja, sozusagen. Und bist damit durch den Filter durch, weil der Filter guckt nach SCSI-Block, aber nicht nach SCSI-Blo0xd16 oder was. Ja, sehr smart. An die Idee habe ich gar nicht gedacht, aber das funktioniert natürlich. Noch weitere Ideen, wie man da drum rumkommt? Das gleiche wie eben, genau. Man kann einfach eine indirekte Kommunikation machen. Die ganzen Dienste, die ich eben gezeigt habe bei der IP-Sperre, Lowband.org, den IX Quick Proxy, Google Translate, funktioniert natürlich auch in diesem Falle. Indirekte Kommunikation funktioniert immer beim Umgehen von Sperren, egal was für Sperren. Was ich übrigens auch noch, worauf ich noch hinweisen wollte, so Sperren sind per se immer öffentlich. Also man kann jede Sperre detektieren. Man kann immer rausfinden, dass es eine Sperre gibt, wenn man gesperrt wird. Und dadurch, dass man rausfinden kann, ob es eine Sperre gibt auf eine bestimmte Zieladresse, kann man natürlich auch rein theoretisch durch Ausprobieren aller Möglichkeiten, bei Hackern nennt man sowas Brute Force, rausfinden, welche Seiten gesperrt sind. Also diese ganze Sache, dass die Politik immer sagt, naja, diese Sperrlisten müssen geheim bleiben, weil da stehen ganz schlimme Kinderpornoseiten drauf und so, das ist ja alles schön und gut. Aber sobald sie anfangen zu sperren, können sie diese Seiten nicht mehr geheim halten, weil ich Sperren detektieren kann. Und so kann ich auch rausfinden, was gesperrt wird. Das gilt für DNS-Sperren, für Hybrid-Sperren, für IP-Sperren, das gilt für alles. Für jegliche Sperrmaßnahmen und Sperrtechnologie, die es im Internet gibt, kann ich rausfinden, ob ich gesperrt werde. Deswegen kann ich halt auch rausfinden, was gesperrt wird. Und deswegen sind Sperren immer auch wie ein Who is Who der wirklich interessanten Seiten. Und damit ist der Barbara Streisand-Effekt, dass nämlich alle mal gucken wollen, was ist denn jetzt so Schlimmes auf dieser Seite, warum wird es gesperrt, praktisch schon vorprogrammiert. Man hat das letztes Jahr sehr eindrucksvoll auf WikiLeaks sehen können, als die australische Zensurliste geleakt ist und auf WikiLeaks gepostet wurde. Da war dann erstmal für eine Woche WikiLeaks down, weil ganz Australien auf WikiLeaks geklickt hat, um die Sperrliste zu bekommen. Und Australier wollten dann halt auch wissen, was ihr Staat denkt, ihnen vorenthalten zu müssen. Und haben natürlich irgendwie die Sperrliste von oben nach unten und von unten nach oben durchgesurft. Ja, das war dann vielleicht nicht ganz so im Sinne der Erfinder, aber ja, so geht's. Ja, sehr schön. Gibt es dazu jetzt noch Fragen, Anmerkungen? Ja, hier eine Meldung. Ich wollte nicht das Mikro kaputt machen, bitteschön. Eine Frage jetzt gerade dazu, wenn das grundsätzlich öffentlich ist, warum brauchte es dann erst WikiLeaks? Und ein Hacker konnte nicht selber die Sperrlisten rausfinden? Manche der Sperrlisten, die auf WikiLeaks liegen, zum Beispiel Teile der skandinavischen Liste, die finnische Liste, ist genau auf so einem Weg entstanden. Da sieht man anhand der Dateien, die auf WikiLeaks liegen, dass jemand das mit NSLookup durchprobiert hat. Und man sieht, dass die Syntax der Ausgabedatei der Output von NSLookup ist. Da hat jemand einen Einzeilen-Shell-Skript geschrieben und einfach die bekannten Adressen gegen einen bekannten Zensur-DNS durchlaufen lassen.
Und wenn ich die IP-Adresse der Stoppseite kenne, dann kann ich gucken, welche Records bekomme ich zurück mit der IP-Adresse der Stoppseite. Und dann habe ich die Liste der gesperrten Seiten. Und die Schweizer Liste ist so entstanden, die finnische Liste ist so entstanden, Teile der schwedischen Liste sind so entstanden. Die dänische ist, glaube ich, wirklich geleakt. Die thailändische auch. Die australische ist auch wirklich geleakt. Ja, mehr gibt es, glaube ich, eh nicht. Doch die thailändische gibt es noch, die ist aber auch wirklich geleakt, soweit ich weiß. Da gibt es auch tolle Seiten, kann ich ja vielleicht nochmal gleich zeigen, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Ja, hier habe ich nochmal so ein paar Sachen zusammengefasst. Lowband haben wir gesehen, Translate, Google Translate haben wir gesehen, Tor haben wir schon erwähnt, da ist ja auch parallel zu diesem Vortrag ein Vortrag vom Jens, mein Tor zum Internet, wo es genau darum geht. Wer jetzt hier saß, kann sich den ja vielleicht hinterher über Video angucken. Ich werde das auch machen. Ja, dann gibt es noch so ein paar obskure Sachen, indem man gänzlich andere Protokolle nutzt. Also es gibt zum Beispiel Iodine, eine Software, die TCP V4 über DNS implementiert. Brauche ich einen DNS-Server, der autorativ für eine Domain ist? Dort installiere ich mir die Software auf dem DNS-Server und habe ein zweites Softwarepaket auf meinem Laptop zum Beispiel. Und dann kann ich die Software starten und bekomme ein neues Interface, DevDNS 0. Und dann setze ich da einfach meine Default-Route drauf. Und dann wird jedes TCP-Paket in einen DNS-Request verwandelt, über eine Kaskade von Nameservern, also durch das komplette DNS-System, mit seiner weltweiten Verteilung und Weiterverbreitung bis zum Ziel-Name-Server, der autorativ für die entsprechende Domain ist. Und dort wird das DNS wieder ausgepackt und das normale TCP-Paket, was da rausfällt, wieder aufs Wire gesetzt. Und so kann ich dann über DNS surfen. Mit dem Trick kommt man übrigens auch an günstiges, kostengünstiges WLAN, selbst in kommerziellen Hotspots, weil die DNS-Auflösung immer funktioniert. Nur mal so nebenbei. Dann gibt es noch so obskure Sachen, die zum Beispiel in China schon verwendet wurden, dass da Leute die Protokolle von Spielekonsolen zweckentfremdet haben. Viele dieser Spielekonsolen, die man so kennt, die Xbox und die PlayStation und so, die haben ja eigene Protokolle, damit ich bei Online-Spielen mit meinem Clan und mit meiner Gruppe und so zum Beispiel über Kopfhörer reden kann und die hören kann oder so eine Art Chat habe, damit ich im Computerspiel irgendwie mit denen chatten kann. Und es gab halt schon ein paar chinesische Hacker, die sich irgendwie da eine Protokollerweiterung zugeschrieben haben, so dass sie über die Xbox-Protokolle auch Webseiten aufrufen können. Naja, also diese ganzen Spieleprotokolle scheint was zu sein, was zum Beispiel in China nicht gefiltert wird. Ja, also sie scheinen da den Bedarf nicht zu sehen und anscheinend spielen auch relativ viele Leute in China Computerspiele, so dass sie damit natürlich ihre Zensursysteme entlasten können, weil das natürlich eine Menge weniger Traffic ist und eine Menge weniger Pakete, die sie parsen müssen. Ja, wenn man ein bisschen findig ist und irgendwie eine Gegenstelle im Ausland hat, kann man darüber zum Beispiel auch Webseiten sehen. Und natürlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann sich selber irgendwas überlegen. Ja, also ich meine, Tunnelfunktionalitäten, man kann irgendwie Protokolle zweckentfremden, so wie Iodine das mit DNS macht, um darüber TCP zu transportieren. Es gibt ja auch diverse Tunnelmechanismen, man kriegt ja auch UDP über ICMP oder TCP durch UDP oder andersrum. Wenn man irgendwie einen Kumpel im Ausland hat, wo nicht zensiert wird und der einem einen SOCAT oder einen S-Tunnel oder irgendwas installiert, wo man hinkommt, dann kann man darüber natürlich auch alles umgehen. Gleiches gilt natürlich auch für Webproxys, für E-Proxys, die offen stehen im Internet. Und alles, was ich sonst schon genannt habe. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende. Das ist die vorletzte Folie. Nochmal Fragen, Hinweise, Ideen. Da hinten sehe ich eine Hand. Warte, ich komme rum.
bitteschön. Das ist angeregt, diese Tunnelgeschichten und Zweckentfremdung von Protokollen. Gibt es eine gängige Lösung, dass man VPN über HTTP laufen lassen kann? Weil viele Dienstanbieter VPN zum Beispiel sperren. Ja, gibt es. Also was natürlich das Einfachste ist für so eine Art Tunnel, also wenn man kein VPN machen kann, wenn so die üblichen VPN-Protokolle, Point-to-Point-Tunneling-Protokoll, IPsec, OpenVPN und so weiter gesperrt sind, dann kann man, ich zeige euch das am besten mal. Also was halt eine relativ einfache Variante ist, sowas habe ich mir auch gebaut. Moment. Tick. Sowas. Das ist einfach nur ein CGI-Skript auf meinem Weblog. Die Adresse, wie man oben sieht, ist HTTPS. Das heißt, es läuft über verschlüsseltes HTTP. Und wenn man da irgendwie eine URL eingibt, dann zeigt es einem einfach die Seite an. Ich glaube, der Proxy funktioniert heute, glaube ich nicht. Ich probiere es einfach mal schnell. Nee, genau, der geht nicht. Aber ich habe noch eine kleine Variante von dem Skript. War das so geschrieben? Naja, mein Browser weiß es wahrscheinlich, wie es geschrieben war. Scheiß Kurzzeitgedächtnis. Tor-Proxy. Nee, das war not found. Ja. Naja, ich habe eigentlich noch eine Variante, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, irgendwie, die über Tor geht. Die funktioniert auch im Moment. Aber im Prinzip ist das ein CGI-Skript, was halt im Backend an einen anderen Proxy redet und wo man halt eine Adresse eingeben kann und dann in einem HTTP-Frame die Originalseite dargestellt bekommt. Ja, da hat man oben dann noch diese Eingabezeile, wo man die Adresse ändern kann, auf jeder Webseite eingeblendet und darunter sieht man dann spiegel.de oder was auch immer man dort eingegeben hat. Das ist so die billigste Form eines HTTP-basierten VPNs. Man kann darüber halt nur das abrufen, was der Proxy auch zulässt. Also darüber E-Mail verschicken geht halt nicht, weil ich aus Gründen von Spam und so dem Proxy nicht erlaube, auf E-Mail-Ports zu quatschen. Aber sowas ist so die einfachste und günstigste Variante und sowas kann man sich ziemlich einfach mit Bordmitteln und freier Software selber bauen. Braucht man nur ein Squid installieren und sich dieses NPH-Proxy-CGI im Internet runterladen. Und fertig ist die Dose. Also wenn man einen Root-Server hat oder so einen Web-Server irgendwie, kann auch ein Gesharter sein oder sowas, dann kann man sich sowas ganz einfach selber einrichten. Ansonsten könnte man sich natürlich noch selber was überlegen und sich selber eine Client-Server-Architektur schreiben, die TCP oder sowas über HTTP tunnelt. Und es gibt sowas auch schon, diverse Hacker-Tools, die gerne verwendet werden, um, also wenn ich in ein Netz reingehackt habe, was sehr restriktiv ist, wo auch vieles gesperrt wird, wo ich nicht ohne weiteres wieder rauskomme oder so, dann gibt es so Tools wie zum Beispiel Reverse HTTP Shells, also die halt von dem geknackten Rechner von innen, von dem Netzwerk über einen Proxy, über HTTP eine Verbindung nach außen aufbauen und sich dort irgendwo am Rechner melden. Und ich dann über diesen Kanal mit meinem gehackten Rechner innen in dem sicheren Firmennetz sprechen kann. Und mit solchen Tools kann ich natürlich auch ein bisschen zweckentfremden und anders konfigurieren und damit nicht meine Shells aus gesicherten Netzen raus und rein transportieren, sondern eben auch meine Webseiten, die ich sehen möchte, durch Zensurinfrastrukturen durchschleusen. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Oder Ideen oder irgendwas. Wir haben noch eine Viertelstunde. Ich kann euch noch ein bisschen was zeigen.
Ansonsten tue ich da jetzt erstmal meine Kontaktdaten anzeigen. Wer noch Fragen hat oder so, oder für irgendwelche off-the-record-Konversationen. Ja, ich bin auch noch hier bis Montag, Vormittag, Montagmittag. Also könnt ihr mich auch hier einfach nochmal anquatschen. So, ich frage nochmal, gibt es noch irgendwelche Fragen oder irgendwas? Ansonsten sind wir jetzt hier fertig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für euer Mitmachen. Applaus